und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir befinden uns immer noch in Frankreich, sind jetzt ungefähr 2,5 Stunden gefahren und sind jetzt wieder am Meer. Und tatsächlich habe ich die letzten 2 Tage ein bisschen Erholung gebraucht. Wir haben einen Betttag gemacht, wo wir mehr oder weniger eigentlich den ganzen Tag im Bett gelegen haben, bis 16 Uhr. Dann 2 Stunden kurz mit dem Hund raus, was zu essen holen und dann wieder ins Bett. Ja, aber die Erholung reicht noch nicht 100%, bin noch ziemlich müde. Aber ich sehe schon das Objekt unserer Begierde. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Aber erstmal zeige ich euch das wunderschöne Meer. Schaut mal. Wunderschön. Bevor wir uns den Bunker angucken, gucken wir uns mal das Meer an. Hier haben wir den schönsten Sandstrand. Hier ist leider sehr kiesig. Aber das ist nicht schlimm. Hier hat man ja ein bisschen Sand. Oh, Mr. Krabs. Mr. Krabs. Der ist aber nicht mehr am Leben, der Kollege. Da. Und da ist Mr. Diego. Uhuhu, das Wasser kommt. Aufmerksame Zuschauer, die können sich vielleicht daran erinnern, dass wir mal ein Frühstück auf einem Bunker gemacht haben, in 130 Meter Höhe. Und das war auf jeden Fall schon was ziemlich Besonderes. Aber dieser Bunker ist mindestens mal genauso spannend und besonders. Gibt es kein zweites Mal. Und wisst ihr, was ich mache? Ich lasse jetzt die Drohne steigen und dann könnt ihr den Bunker direkt aus der Luftperspektive sehen. Also, viel Spaß! Die Drohne verfolgt mich auch. Aufnehmen tun wir auch. Also, immer wieder spannend, was für Relikte aus der Vergangenheit man so findet und wie die sich so über die Laufe der Zeit entwickeln. Da ist er. Diego, komm! Sing to me, there ain't no one.
Schaut euch das mal an. Imposant. Imposant, oder? Da ist er, Leute. Und da scheint er einen abgekriegt zu haben, also zwei, um genau zu sein. Da kam das Wasser auf einmal, Leute. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Wie weit der abgestürzt ist. Wie weit der abgestürzt ist. Interessant. Riesending. Wow, oh, guck mal die Welle. Oh. Und jetzt. Komm nicht näher ran. Komm nicht näher ran. Hast du? Geil. Gut, ne? Unfassbar. Ich frage mich, wann der irgendwann mal zusammenbricht oder umkippt oder irgendwas. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Krass, oder? Der Größenvergleich. Wirklich krass. Also hier nochmal im Hintergrund der Blick auf den Bunker. Mega, oder? Richtig, richtig gut. Und die Geräusche dazu. Grandios. Grandios.